SUV-Salon im Areal Böhler am vergangenen Wochenende ist heute unser Thema. Wir waren natürlich für euch mit der Kamera dabei. Viel Spaß! Wurde soeben verkauft, hier vom Salon weg, das ist auch sehr ungewöhnlich, ein Fiat Renegade und den fährt ab morgen, wenn er zugelassen ist, ein ganz glücklicher Meerbuscher. Das Ganze nochmal eine Steigerung erfahren. SUVs sind immer mehr im Kommen und werden natürlich sehr oft auch von Frauen gefahren, nicht nur von Männern. Und ja, wir sind also mit dem heutigen Tag hier sehr zufrieden und würden natürlich alle Kunden gerne bei uns im Autohaus begrüßen. Ja, Autohaus Nauen in Meerbusch.
Salon jetzt schon zum zweiten Mal hier auf dem Areal Böhler in Meerbusch ist und man sieht das hier, ganz tolle neue Autos, die wir heute sehen konnten. Wir nutzen sowas immer gerne, um auch die Meerbuscher Unternehmen mit zu involvieren. Wir haben heute hier den Treffpunkt Wirtschaft um 15 Uhr gemacht. Die Meerbuscher Unternehmen hatten dann die Gelegenheit, hier am Stand vom Autohaus Nauen ein kleines Gläschen zu trinken und etwas Leckeres zu essen. Der Veranstalter Michael Jacobi hat uns die Eintrittskarten zur Verfügung gestellt und so funktioniert das Netzwerk einfach, dass die Meerbuscher Unternehmen dann auch diese Messehalle, diese Messe sehen und sich aber auch miteinander austauschen können. Es ist wichtig, unseren Namen Nauen hier darzustellen. Wir haben die Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge und Audi und sind hier mit 34 Fahrzeugen vertreten. Jetzt beschäftigen wir uns mit SUVs und Transportern, was auch gut zum Meerbusch passt, die SUVs. Und ich freue mich, dass es aber nicht die einzigen beiden Messen sind. Letzte Woche hatten wir die Veggie World, es kommt noch die Baumesse dieses Jahr und Anfang des Jahres geht es dann los mit der Trau dich. Aber auch mit der Rheingold-Messe, das ist nämlich die erste Messe, die es hier auf dem Areal Böhler gab, wo wir als Stadt auch immer einen Stand haben und jedem Besucher auch erklären, dass er hier in Meerbusch ist. Also herzlich willkommen hier in Meerbusch.